Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es in diesem schon gelesen. Foto durch Zürich. Ich war schon mal in Zürich, aber ich mag Zürich. Okay, das war Bluff. Die Ereignisse haben uns einfach dahin gezogen, dass wir hinkommen mussten und wollten. Deswegen sind wir hier. Schon wieder ist es nass und schon wieder ist es kalt. Das macht uns aber keine schlechte Laune, denn mit dabei ist Eden. Wie geht's dir, Eden? Willkommen in Zürich. Ja. Kennt ihr noch Eden von damals? Eden, wo ist der Range Rover? Ich habe meinen Range Rover verkauft, aber dafür habe ich einen Tesla. Junge, er hat sich einen Tesla gezogen und sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Hat jemand Flügeltüren bestellt, Alter? Abgesehen davon ist auch wieder Zoe dabei. Wie geht's dir, mein Freund? Alles gut, mein Bruder. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Was machen wir heute? Heute drehen wir eine Foodtour durch Zürich. Hast heute du Bock? Wird's wild. Auf jeden Fall. War schon oft in Zürich? Oder 3-4 Mal schon. Okay. Wie findest du das Essen hier? Essen ist 1A. Ehrlich? 1A. Werdet ihr gleich sehen. Davon lass mich auf jeden Fall überzeugen. Ich habe euch zu ihrem letzten Video schon vorgestellt gehabt. An der Stelle, das war auch ein krasses Video. Dankeschön auch für euren Support. Und auch Dankeschön, dass du das Ganze hier mitmachst und auch diese Gewinnspiele mit mir machst. Deswegen machen wir auch da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir blenden hier die 2 Kommentare ein, die gewonnen haben und die Zoe ausgesucht hat. Genau. Viel Spaß mit den iPhones. Gibt's in diesem Video auch was zu gewinnen, Zoe? Ja, wir haben diesmal 2 iPhone 15 zu gewinnen. Und dann lege ich noch einmal 1000 Euro auf PayPal für den dritten Gewinner drauf. Das schmeckt. Die Teilnahmebedingung ist wie letzte Woche. Abonniert den Kanal, kommentiert. Zürich? Warum? Weil wir in Zürich sind. Genau. Folgt Zoe auf Instagram. Er ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und schreibt als Nachricht euren YouTube-Account-Namen. Dann werde ich das prüfen und wieder im nächsten Video auflösen. Wir haben genug Werbung gemacht. Ich habe Hunger. Lass uns anfangen mit dem Video. Angekommen im ersten Spot. Was isst man denn am liebsten zum Frühstück, Eden? Ein Döner. So sieht's aus. Letztes Jahr waren wir auch schon hier und haben den Vigo-Döner getestet. Der kostet, glaube ich, 100 Franken oder so. Genau, ja. Ich würde sagen, heute essen wir mal den normalen Döner. Den haben wir letztes Mal nämlich nicht gegessen. Man sagt auch in Zürich, dass die Nummer 1 hier ist, wa? Ja, genau. Das ist der bekannteste Dönerladen in Zürich. Okay, lass uns 3 Döner bestellen, Eden. Ja, wir haben verschiedene hier mit Raclette-Kebab, mit Trüffel. Was war nochmal mit Raclette? Das ist unser Schweizer Käse, wo wir hier haben. Nee, ich möchte einen normalen Döner haben, Bruder. Einen normalen. Jungs, Raclette-Döner ist ready. Der erste Blick schaut nach Dürüm aus. Was sagt ihr zum Laden, Jungs? Top, wa? 1,8. Das ist gar nicht so auf Döner-Imbiss-Style, sondern wirklich auf Edel-Restaurant-Style, weißt du, ich meine? Eden und die ganzen Züricher da draußen schwärmen von Raclette. Also egal was, die wollen alles mit Käse essen. Hat jemand einen Anruf bestellt? Hallo? Ist kein Netz. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, ich mache den Anfang, ja? Ist das okay für euch? Okay, Leute, ihr seht, hier ist Dönerfleisch drin, Pommes drin, Sauergurken, Soße und Käse. Es sieht gut aus, es liegt gut in der Hand. Wir probieren es mal. Bismillah. Boah, ist sehr intensiv. Ich fand den Anfang sehr, sehr gut. Aber der Käse knallt wirklich rein. Das habe ich letztes Jahr schon in Zürich gesagt, als ich eure... Heißt es auch Raclette, wenn man die so isst? Nein, Fondue. Fondue gegessen habe. Das haut schon mies rein, Bruder. Also, ihr Schweizer habt Geschmacksknospen à la Mike Tyson, Bruder. Ich halte das nicht aus. Soße sehr gut abgeschmeckt, das Fleisch sehr, sehr lecker. Aber der Raclette bringt mich um. Zoe, bitte probier. Bin echt gespannt. Lass dich von meiner Meinung aber nicht manipulieren. Vielleicht schmeckt's dir. So, jetzt guck erstmal. Jetzt warte das erstmal ab. Echt? Oh, was ist das, Bruder? Raclette ist Käse. Kommen in der Schweiz. Okay, Eden. Ich glaube, der Raclette ist nicht zu uns. Das ist was für dich, mein Bruder. Ich wünsche dir guten Appetit. Danke dir. Was ist eine? Was war das? Bruder, sehr intensiv, wa? Jetzt esse ich mal den Raclette-Döner. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Naja, Schweizer sind hart im Nehmen. Probieren wir jetzt den normalen Döner. Ja, oh, normalen ja. Döner. Das sieht doch jetzt nach einem Döner aus, Bruder. So habe ich mir den Döner vorgestellt und so sollte er im besten Fall aussehen. Was ist das Raclette im Dürüm, Alter? Die essen Käse mit Käse einfach. Er liegt sehr gut in der Hand. Fühlt sich auch sehr knusprig an. Sieht auch wirklich gut aus und ist sehr gut verpackt. Dieser Döner könnte auch in der Werbung laufen. Weißt du, meine? Dann wollen wir mal. Bismillah. Boah, erstens habe ich Hunger und zweitens ist der extrem gut. Er schmeckt nicht wie der Berliner Döner, da muss ich ehrlich sein. Aber er schmeckt nach einem geilen NRW-Döner. Was meine ich mit NRW? In NRW lieben wir es, Cocktailsoßen zu nutzen. Das haben die ja auch gemacht. Deswegen habe ich auch diesen NRW-Geschmack so. Fleisch ist super, Brot ist super knusprig. Der ist wirklich sehr gut. Ja. Boah, aber ist eine. Das ist ein Döner. Der ist gut, wa? Das ist ein Döner. Das habe ich mir schon gedacht, Bruder. Das mit dem Käse können die Züricher für sich behalten. Probier du. Ja, denn. Nein, fehlt Käse? Raclette fehlt. Angekommen am nächsten Spot. Wir sind bei Taqueria. Hier gibt's Tacos. Lass reingehen. Überrasch uns einfach, ich weine und ihr Essen. Tut mir nur eingefallen, bitte keinen Tacos mit Raclette. Oder wie heißt das, Raclette? Nein, nein, hier gibt's keine Raclette. Okay, super. Raclette, Raclette, Raclette. Also ich will ja nicht angeben, aber ich war schon mal in Mexiko. In Cancun war ich. Zürich hat's echt drauf, was Konzepte angeht, oder? Oder es sieht hier heftig aus. Man denkt, wir sind in Mexiko. Mexiko. Das sieht auch cool aus. Ah, wenn ich diese Speisekarte sehe, muss ich an Lazo denken. Lazo hat's geliebt, wenn man die Speisekarten aufgenommen hat in den Futuren. Lazo, wo bist du, Bruder? Ich vermisse dich. Naja, wir müssen trotzdem unserer Arbeit nachgehen.
gehen. Dankeschön, Laso. Wir haben 2 Tacos und ein Burrito bestellt und 2 hausgemachte Smoothies? Ja, 2 mexikanische, hausgemachte Getränke. Ich verstehe nur Bahnhof. Willkommen in der Schweiz. 2-mal mit Kiwi. Ja. 1-mal hier und 1-mal dahin. 3-mal Horchata. Ja. Das ist mit Zimt, Vanille, Zucker, Reis und Wasser. Was? Reis? Okay, interessant. Digga, ich sag's nicht, wie es ist. So aussehe ich wirklich zum ersten Mal. Probieren wir mal das Zimtgetränk hier. Okay, es ist eine Zuckerbombe mit Wasser und Zimt. Mehr ist es nicht. Was ist los mit den Mexikanern hier? Und was hat Reis in einem Getränk zu suchen? Kann das mal einer erklären? Irgendein Mexikaner hier in den Kommentaren? Man schmeckt den Kiwi richtig raus. So schnell, ja? Probier du mal. Sehr gut. Schmeckt nach Südlatsch, Milchreis. Ja, eiskalt. Jetzt habe ich ihn verstanden. Uiuiui. So, ich habe hier ein Burrito California. Mexico. Viva Mexico. Und 2 Tacos. Eine Carne Asada, das ist Rindfleisch. Aha. Das ist hier. Ja. Und der andere ist Planted Pastor. Okay. Mit Ananas. Schaut interessant aus. Vielen Dank, Chef. Hat jemand Nachos bestellt? Danke. Hier haben wir eine scharfe Soße, eine mittelscharfe Soße und der milde Boss. Ich entscheide mich für die milde Soße, denn ich habe später noch einen Flug vor mir. So, meine Damen und Herren, den Rotkohl haben wir wahrscheinlich von Eidemit geklaut. Die Tortilla-Chips von Kaufland. So schmecken sie auch. Aber wir sind ja hier für den Burrito. Jungs, darf ich den Anfang machen? Ist das okay für euch? Okay. Das sieht gut aus. Das ist eine scharfe Soße. Was war da jetzt nochmal drin? Rindfleisch, wa? Hier ist ein bisschen Rindfleisch, ein bisschen Tomaten, was auch immer. Es sieht auf jeden Fall crazy aus, Bro. Bismillah. Ja, ist okay. Das Fleisch ist gut, die Gewürze sind sehr stark. Ich hasse zum Beispiel Minze und wenn dieser Minzgeschmack kommt, bin ich nicht so der Freund von, aber kann man machen. So, bitteschön. Ist du scharf? Boah, bei mir ist schwierig, hast du ja gleich gesehen. Na, okay. Riechen tut schon mal gut. Ja. Boah, gut, 12 von 8/10. So schnell schon, ja? Zuyo kann den Geschmack genauso wie ich direkt aufnehmen. Er muss nur einmal reinbeißen, dann hat er es. Ey, denn? Ist da Raclette drin? Nein, ist kein Raclette drin. Ey, ruf Raclette. Nein. Ist denn einfach so, okay. Mir fällt der Raclette. Er zieht's knallhart durch, Bruder, Allah. Der war okay. Was haben wir denn hier? Bisschen Ananas. Was ist das? Ich check's nicht. Wie isst man das denn? So mäßig und einfach reinbeißen? Tacos. Ich muss immer an Kim Possible denken, wenn ich an Tacos denke. Ich glaube, Mexikaner lieben Minze. Es schmeckt einfach so, als würde ich Shisha-Tabak essen. Wir essen noch einen Döner, aber diesmal einen Yaprak-Döner. Ich dachte, wir fahren jetzt zu einem Imbiss, aber nein, es ist schon wieder so hochwertig. Bruder, was ist los? Die Schweizer haben irgendwie Geld, kann das sein? Ja, haben wir. Da gibt's Yaprak-Döner mit Raclette. Es hat sich ausgeraclette, Jungs, komm rein jetzt. Digga, wie schön ist dieser Laden, aber? Dieser Döner wird jeden Tag frisch Fleisch aufgeschnitten. Dann wird das Ganze 2 Tage Marinade gleich. Nach 2 Tagen wird das jeden Morgen frisch von unserem Dönerrüstag gespießt. Afrosen. Ein guter. Dankeschön! So, meine Damen und Herren, laut Eden ist das der erste Yaprak-Döner in der Schweiz und in Zürich und das spricht sich überall rum und er soll wohl auch gut sein. Ihr kennt mich, Leute, ich bin sehr kritisch. Was mir zum Beispiel gefällt, ist das Brot. Das haben die auf jeden Fall sehr gut drauf. Ich merke direkt diese Qualität und dieses Knusprige. Daher würde ich sagen, ich fange an. Ist das okay für euch? Mal wieder? Ja, warte mal. Bismillah, mal dahin. Der Chef guckt mich gerade an, ja, ich muss sowieso sagen. 100% Black Angus Beef. Was auch immer, es schmeckt sehr saftig. Es schmeckt sehr, 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 sehr gut. Und ich nehme noch ein bisschen, ja? Boah. Ich habe euch das schon mal in den Videos beigebracht. Ein Yaprak-Döner ist hier ohne Soßen, damit ihr auch zu 100% den Fleischgeschmack habt. Und ich muss sagen, er ist wirklich sehr saftig. Klassisch, Tomaten, Zwiebeln, frisch. Das ist wirklich ein super Döner. Wenn es den in Gladbeck geben würde, würde ich den jeden Tag fetzen. Eren? Dann probieren wir mal den Yaprak-Döner. Boah, voll saftig. Leider fährt Raclette drin. Ich sehe kein Raclette. Er macht Spaß, also der ist wirklich super. So, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich gespannt. Also das ist der Yaprak-Döner. Das ist der Yaprak-Döner. Was sagst du? Ich finde das Fleisch richtig saftig. Ja, viel besser bei dem anderen. Ja, übertrieben. Eine 1A. Digga, da kann ich mich nur anschließen. Ich muss noch ein bisschen, der ist geistkrank. Boah. Hey, sag ich mal was. Das ist der beste Spot, den ich je in Zürich gegessen habe. Das ist wirklich ein top Döner. Allein wie der Laden hier aufgebaut ist, ne? Die haben ja auch einen Haufen Geld reingesteckt. Das sieht man ja auch. Das erinnert mich ein bisschen an Hookah-Bars von Istanbul. Der Döner spiegelt das auf jeden Fall wieder. Qualitativ sehr, sehr lecker. Ey, wenn ich eine Sache hier zugeben darf. Ich glaube, der beste Yaprak-Döner, den ich je gegessen habe. Liebe Grüße an Ozan an der Stelle. Der ist geisteskrank. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe noch einen bestellt. Also nach dem Cut habe ich noch einen gefetzt. Ey, das ist jetzt kein Gepusht oder so. An alle Züricher oder Leute, die in der Schweiz wohnen, kommt ihr hin. Hanne, auch der Salat, der schmeckt so. Das ist dieser typische türkische Salat, weißt du? Tomaten, Zwiebeln, dann ist das mit dem Brot so. Digga, das Brot ist hier frisch gemacht. Mit diesem Fleisch, das saugt sich einfach alles auf. Hey, ich hab meinen Döner aufgegessen.
11 von 10. Wow, ich bin begeistert, Wallah. Ich finde den super. Und das ohne Soßen. Geisteskrank. Falls ihr es nicht wusstet, unseren Eistee gibt es auch in Zürich, in fast jedem Supermarkt. Und ich will mich jetzt mal davon überzeugen lassen, ob das wirklich der Fall ist. Da gucken wir mal. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist schon ein sehr cooles Gefühl, Bruder. Wir sind irgendwo im Nirgendwo in Zürich, einfach in einem Supermarkt. Unser Produkt ist einfach hier drin. Geil. Was wollt ihr trinken, Jungs? Ein Wild Cherry. Okay, nehmen wir zwei davon. Und an alle Züricher, geht in die türkischen Supermärkte und kauft die Dinger leer. Braucht ein bisschen Geld. Leute, das ist Toyos Hund. Der hat ganz im Zimmer getötet. Juhu! Im nächsten Video verlosen wir den Hund! Kein Spaß! Leute, was geht? Wir kommen zum letzten Spot. Wir sind in The Restaurant. Das ist so ein 6- oder 8-Gänge-Menü-Laden. Wir sind immer noch in Zürich. Hast du Bock? Yes. Bin echt gespannt. Das ist für mich auch das erste Mal, dass ich so essen gehe. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber ich bin echt gespannt. Hinter der Kamera Borat Jackson Jones Jr. Hallo. Ich wünsche euch ein angenehmes Essen, Jungs. Ich bin echt gespannt, was jetzt hier passieren wird. Und dann werden wir das Ganze einfach essen und bewerten. Das sind wahrscheinlich solche kleinen Vogelportionen, die richtig schicken. Okay, gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall krass aus hier. Ich sag euch ehrlich. Du kannst ja ein bisschen das Ambiente aufnehmen, Borat. Das war so toll gemacht. Soll ich mal kurz die Karte filmen? Ja. Yeah. Wow, auf das bin ich gespannt. Was ist das denn? Jakobsmuschel. Jakob? Jakob. Bruder Jakob. Das sieht ja krass aus, Mann. Ja, das ist geil. Ja, das sieht geil. Jungs, sie sieht sehr gut aus. Warum bin ich hier eigentlich? Ja, das wollte ich gerade erzählen. Okay. Wir haben die ganze Foto ohne Burak gedreht. Burak ist gerade 6 Stunden aus Berlin extra angeflogen gekommen, um nur hier essen zu können. Ich bin aus München gekommen. Oh, tut mir leid. Nehmen wir 6 Minuten oder 8? Oder mir ist egal. Die soll 6 machen einfach, oder? Leute, ich lese euch mal ganz kurz den Speiseplan vorher. Also, als erstes gibt es Jakobsmuschel mit Zedre, Zitronen, Dill und Jacuzzi Kushu. Keine Ahnung, was das ist. Das zweite ist dann der Seehecht mit Sauerkrautsaft, Rauch und Kaviar. Das dritte ist Kaiser, Griller, sauer Schaf, Kalbsmücken mit Mais. Bruder, ich verstehe nur Bahnhof. Habt ihr hier vielleicht Döner? Ja. Können Sie vielleicht Hochdeutsch reden? Ich verstehe kein Schweizerdeutsch. Natürlich. Ach, super. Die meisten sind sowieso Deutsch. Ah, okay. Was ist das, wenn ich schon sage? Die Jakobsmuschel wahrscheinlich. Ah. Nee, stopp, das ist ganz was anderes. Das ist alles vegetarisch. Ja. Auf dem Löffel wäre eine Litchi mit Wasabi. Okay. Und zum Schluss noch ein Nacho-Tütchen. Super. Hat Schleckram. Jungs, ich hab nur Bahnhof verstanden. Bruder, aber was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, komm, ich probier mal direkt den Hasen. Das erinnert mich ein bisschen an Mr. Bean, als er diese Jakobsmuschel isst. Oh, wie riecht es? Schon ein bisschen merkwürdig, ich scheiße. Bruder, was ist das? Bruder, der Nachgeschmack. Das war auf jeden Fall schön glitschig. Hey, ich hätte mal gern ein bisschen Reis. Ja, das ist okay. Das war's für mich. So essen also die Reichen, ja? Komm her, mein Bruder. Der ist es auch nicht. Geht klar. Hat alles eine Eigendynamik. Das ist anscheinend die Vorspeise. Oder was ist das hier? Split Ace, aber ein Mini. Das hat aber so einen richtig merkwürdigen Geschmack. Mhm. Geruch meinst du? Naja. Ja, das war gut. Käse, kann das sein, dass der Käse ist? Ja, das ist Käse. Und sie hat zu diesen Dingern hier Sandwich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Sandwich ist. Avocado-Sandwich. Avocado. Eating and dancing. Was sagst du, Herr, zur Vorspeise? Bin ich eigentlich ganz gut, bis auf. Das war echt krank. Für mich war alles einigermaßen okay. Burak, du bist dran. Soll ich mit dem Bericht probieren? Probier sehr gerne, ja. Da sind so ein paar Blumen drauf. Ein paar Blümchen. Ist Partner Gülle. Muss man die Blumen mitessen? Ja. Ich glaube nicht. Doch, Digga. Bruder, doch. Das gibt's bei Sushi auch immer. Zückerli. Dann nimm mal bitte als nächstes den hier. Ja, bitte. Ich will echt wissen, was du dazu sagst. Am Ende sagt er, boah, voll geil. Und schmeckt's nach Blumeneintopf? Schmeckt nach Partner Gülle. Ich wünsche dir viel Glück, Burak. Erklärt mal den Geschmack, Jungs. Die Leute müssen ja auch ein bisschen verstehen, was wir hier essen. Boah, das ist einfach so eine Paste, die nach Litschi schmeckt. Einfach Litschi, Glipflitschi, Flitschi. Burak, das haben wir noch nicht probiert. Ich glaube, das schmeckt. Oh. Das hört sich gut an. Schmeckt nach Käse und Nacho-Chips. Ehrlich? Mhm. Ich mag Nacho-Chips. Boah, oder? Einfach Cheetos. Cheetos, ja. Nee. Meine Damen und Herren, das war der erste Gang. Auf zum zweiten. Das war kein. Ich glaube, das war die Vorspeise. Hätte nicht Bruder Egg Mac getitelt. Egg Mac? Anne, hier haben wir. Was für ein Brot war das? Was hat sie gesagt? Sonnenblumenkernbrot. Komm, wir probieren gleichzeitig Set. Wir haben hier zwei verschiedene Buttersorten, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht mehr, was ist. Wir probieren es einfach. Komm schon. Mach du das Set. Egg Mac, gib mir ein Adam. Ich frage mich halt, wie soll man von sowas satt werden? Ich bin gespannt.
Ganz normal schmeckt wie Butter, also bei mir zumindest. Das ist einfach Zitroneneis. Einfach Butter mit Zitrone. Muss ich nicht verstehen. Nicht so meins. Stinknormale Butter von Lidl. Und hiermit verarschen sie uns gerade. Zitronen mit Butter, weiß ich nicht. Das Brot ist ganz gut. Kriegt ihr auch bei jedem Bäcker, glaube ich. Ja, es ist halt ein bisschen Brot, damit der Magen wahrscheinlich auch den Ansatz von Sättigkeit spürt. Und deswegen hast du mich von Berlin herberufen? Ich hätte schon mal einen kleinen Gruß aus der Küche. Ja. Es wäre Gänseleber mit Anchovies, Apfel und Schießokresse. Okay. Viel Spaß. Danke. Küss doch dein Herz. Ist es Afghan? Ich weiß es nicht. Ne? Es hat so einen süßlichen Geschmack, kann das sein? Ja. Interessant. Bruder, man denkt einfach Eis mit Sahne. Es ist sehr interessant und sehr intensiv. Kann ich in dieses Portion haben? Ziemlich salzig, ziemlich interessant. Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. An der Stelle sei auch gesagt, dass wir gerade pro Kopf 300 Euro bezahlen. Und das rechtfertigt, glaube ich, auch den Titel mit das teuerste Restaurant in Zürich. Bis jetzt sage ich dir ehrlich, natürlich overrated sein Vater. Es ist einfach Schnöselessen, um Menschen wahrscheinlich zu beeindrucken oder wenn man so Geschäftstermine wahrnimmt, weil hier redet einfach kein Mensch. Alles ist ruhig und das ist für mich auch eine Erfahrung, die ich vorher nicht kannte. Hat aber was. Und die Kommentare werden jetzt alle verarschen. Was habt ihr da gemacht und so? Also ich finde, der letzte Gang war ganz gut, aber es macht halt nicht satt. Wir brauchen einen Adana-Kebab. Sowas brauchen wir hier. War das jetzt der zweite, dritte Gang? Oder? Das war noch gar kein Gang. War noch gar kein Gang? Nein, nein. Hat gar nicht begonnen. Nicht? So. Nein, nein. Und ich esse die ganze Zeit Brot. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, das war nur so ein Hallo. Was ist das jetzt? Hallo. Hallo. Okay. Hallo. Jetzt verstehe ich. Die machen ja gerade diesen ganzen krassen Kram und geben uns ganze Zeit Vorspeisen. Aber ich bin doch schon satt. Einfach Shampoo mit Eis. Also hier sind Austern mit Gurken drin. Also wird an der Stelle nichts davon gehört gerade zum Gang. Das ist immer nur ein Gruß aus der Küche. Das wird ganz so gerechtfertigt. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem. Ich zeig das mal ganz kurz. Hier drin ist Schaum, Shampoo und Austern. Schnett ab die. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Was sagst du dazu? Der Schaum ist jetzt nicht so. Schmeckt der Schaum nach dem Wort? Was wird? John, aber drin nicht. Ich esse das nicht. Ernst jetzt? Mhm. Oder ich sag die ganze Zeit, ich esse nicht. Ja, warte ganz kurz, warte. Ich glaube, das war das. Digga, ich habe so einen komischen Minz-Schaumgeruch, Geschmack. Würde ich nicht empfehlen. Bruder, bitte probier mal die Austern. Also ganz kurz, Leute, das ist wie gesagt ein freundlicher Gruß, aber den Gruß kann ich gerne zurückhaben. Ich möchte eigentlich meinen Hauptgang haben. An der Stelle, Leute, ich finde das ja auch ziemlich interessant, ne? Deswegen werden wir auch wahrscheinlich hier alles so schön lang drin lassen. Wir sind in einem Restaurant, was zwei Sterne hat, diese Michelin-Sterne. Wisst ihr, was ich meine? Nein? Dann, keine Ahnung. Google's einfach. Bruder, du bist dran mit deiner Austern. Ich hoffe, es schmeckt, dann kannst du drei Portionen auf einmal essen. Austern. Ja. Dann mal los, Brock. Ja. Und? Schmeckt's dir? Ja, ich wusste es. Schöne Grüße zurück. An die Küche, ja? An die Küche. Guck mal, so sieht eine Austern aus. Ja. Und innen drin. So Gurken und so, oder? Gurke mit Schaum. Ich probiere noch einmal. Mach mal. Ich gebe eine zweite Chance. Dein Ernst? Sag dir ehrlich, Bro. Ja? Das ist so ein Geschmack, den ich gar nicht kenne. Sei ehrlich. Ich sag dir ehrlich, hat was. Ja, also hat so ein Geschmack, den man nicht kennt. Ja, das ist so ein neuer Geschmack irgendwie. Gurke mit irgendwie Fleischgeschmack, keine Ahnung. Jungs, wenn es euch so gut schmeckt, könnt ihr auch meins haben. Meine Damen und Herren, der erste Gang. Und wir haben, glaube ich, noch 7 vor uns. Alter, jetzt ist es wirklich. Das riecht auf jeden Fall krass. Okay, so, Junge, dann starten wir mal rein. Also das ist die Jakobsmuschel, oder wie? Ja. Ich würde die Jakobsmuschel auf jeden Fall euch nicht empfehlen. Jetzt haben sie es aber auch mit ihren Zitronen. Das riecht wie so Zitrone. Man schmeckt das Gefühl bei jedem Gericht raus, ja. Die Zitrone. Gefühl also, bei jedem Gericht. Natürlich bei Fischgerichten ist natürlich Zitrone gut, weißt du, wie ich meine? Ich habe mir jetzt ein bisschen erhofft, dass es warm ist. Also ich habe gedacht, dass es warm ist und dann habe ich halt eine kalte Überraschung bekommen. Leider auch nicht so meins. Und ich lasse schon seit 3 Gängen das ganze Zeit stehen und die denken auch, was ist das für ein Mensch. Okay, Burak, dann mal rein in die Jakobsmuschel. Wenn er jetzt sagt, er schmeckt, dann hat er echt einen ganz anderen Geschmack. Ich kenne seinen Geschmack, Bruder, das wird dir nicht taugen. Ich kann diesen Geschmack nicht beschreiben. Ohne Spaß. Aber ich sag euch ehrlich, ohne Spaß. Es schmeckt mir. Ich sag doch, der hat einen ganz anderen Geschmack. Es schmeckt mir wirklich. Du Psychopath. Super. Dankeschön. Wir kommen zum Kaisergranat mit einer sauren, scharfen Soße. Ich habe wieder Urbano verstanden, aber hier ist einfach eine Monstergarnele. Das ist so genau was für dich? Ja, wirklich. Ich liebe Garnelen. Dann mach rein. Ich glaube, das wird krass. Oh, das ist gut. Die Garnele ist sehr, 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 sehr weich. Aber mit der Soße kann ich mich auch nicht so krass anfreunden. Findest du? Ja. Löffel den du mal. Findest du super? Ich find's geil. Aber die Soße erinnert mich irgendwie so an diese Yum-Yum-Nudeln. Findest du nicht? Ja, 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 ja. Richtig. Ja, Allah.
Das Restaurant geht auch dem TikTok-Trend nach. Fetz den einfach im Ganzen. Gib ihm. Ist das überhaupt eine Kanäle? Ja. Ich glaube, das ist Lobster. Ehrlich? Fresh. Lobster. Wow. Die ist mies weich, ne? Okay, das war der geilste Kanäle der Welt. Das war der König von den Kanälen. Das war der Staatsoberhaupt der Kanäle. Was sagst du, Brack? Das Essen hört einfach nicht auf. Kaisergranat heißt das. Ja, genau. Das ist so Kalbsfleisch in der scharfen Soße mit Mais und so. Habe ich auch nicht gerade verstanden, aber das riecht sehr deftig. Und bitte, schmeckt endlich. Das ist auf jeden Fall die größte Portion heute. Das ist bei Nusret als 500 Gramm verkauft. Was ist, ist es Hähnchen oder was ist das? Nee, Kalbsfleisch. Ah. Das ist wie eine Teigtasche so mäßig, ne? Ja, kann man machen. Ist aber kein Muss, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Was? Kann man machen, muss man aber nicht. Wenn ich das erklären dürfte, es ist einfach butterweich. Also du willst dieses Fleisch durchbeißen, aber es funktioniert nicht. Du kannst nicht durchbeißen. Es ist so wahrscheinlich... Es verschwindet einfach. Ja, das ist das, der weichste Punkt des, des Tiers wahrscheinlich. Weißt du, meine? Keine Ahnung. Wir haben noch 6 Gerichte vor uns. Mal schauen. Eins muss dir doch schmecken. Ja. Ich hab Angst. Nein, nein, alles gut. Geht nee? Geht nicht. Ehrlich, so schlimm? Genau das, was am. Das, was noch ganz okay ist, sagt er, das geht nicht. Aber bei den ekelhaften Sachen sagt er, boah. Ja, Wallah. Was? So schlimm? Okay, runter. Welcome to Switzerland. Jetzt kommt der 5. Gang und wir haben noch 3 Gänge vor uns. An der Stelle sitzen wir auch schon seit 2 Stunden hier, damit ihr auch versteht, wie das Ganze hier abläuft. Also, du isst in Ruhe und alle 20 Minuten kommt dann die nächste Portion, was für mein C reicht. Und was ich so interessant finde, ist einfach, dass jedes Menü sein eigenes Besteck hat. Weißt du, ich meine? Also, ich bin da jetzt auch schon ein bisschen, wenn so. Kaiserliche Familien wissen, wie man mit welchem Besteck auch umgeht und so. Aber wir sind halt wie Bauern. Egal, was kommt, wir nehmen unsere Gabel und essen einen Flops, das alles weg. Weißt du, ich meine? Jetzt kommt weißer Trüffel mit Bergkartoffel, Spinat und Ei. Hat jemand Frühstück bestellt? Das ist wahrscheinlich dann der Kartoffelschorn, richtig? Genau. Super. Okay, schon gut. Was ist das? Da weiß ich nicht. Pudding. Nee, das ist kein Pudding, das ist alles aber kein Pudding. Ihr habt schon gerade gehört, was wir hier haben. Ich bin noch jedes Mal aufs Neue verblüfft. Wollen wir anfangen? Ja, ja. Was ist das, Bruder? Ist das Dolma oder? Nee, das ist Garten. Okay. Ich sagen, Ahnung, okay. Das ist halt auch Filet. Bereit? Ja. Ich glaube, das ist sehr medium, oder? Ja. Ich finde das Fleisch eigentlich ganz gut. Ehrlich, ja? Ja. Was sagst du? Ich krieg so Kindergarten-Webs. Als wir im Hort damals waren, Ganztagsschule, gab es auch so einmal die Woche so ein Gulasch, du weißt ja, auf Halal angelegt. Was ist aber das hier? Der botanische Garten. Hast du probiert? Nee. Ich will bloß Spinat, Bro. Probier mal. Ja, hat was. Ehrlich, ja? So Rucola, kann das sein, ist das Rucola oder ich weiß nicht, was ist das? Ja, aber auf diesen Garten esse ich auf jeden Fall nicht. Also zum Fleisch kann man jetzt nicht viel sagen. Ganz normales Fleisch einfach. Mit so einer pikanten Soße. Ist okay. Kartoffel ist auch eine 1 von 1. 1 von 1. Ehrlich, ja? Das ist die Kartoffel? Kartoffeln. Findest du? Nee, der ist es gar nicht, Bruder. 1 von 1, ist das bei dir gut gemeint? Ich finde 1 von 1. So 10 von 10 dann sagen. Ich finde, das ist eine 1 von 1. Dann hast du 2 von 1, bitteschön. 2 von 2. Das ist ein Essen, was Bruder gefallen wird. Das ist einfach Sarma. These lässt Sarma daumisch. These? These, bist du Kurofest zu dir getreten? Ich probier's mal. Den botanischen Garten. Und? Und die Theses machen gar Sarma. Fällt dir? Nee. Einfach nach dem Garten. Als ob du so einfach Wiese nimmst und isst. Ja, aber du sollst ja das Fleisch probieren, Burak. Ja. So, da bin ich mal gespannt. Der Burak ist auch ein feiner Steak-Kenner. Der mag Steak. Dann mal los, Burak. Ja, ich kenn Burak. Ja, es wird ihm schmecken. Ich weiß. Top, ne? Ja. Was sagt ihr, Jungs? Du merkst direkt, das Fleisch echt sehr gut. Super. Ja, ich fand ihn auch gut. Deswegen habe ich auch schon lange gefetzt. Ich merke, dass wir uns hier immer wohler fühlen, weil wir werden immer lauter. Und man nimmt die anderen Leute hier gar nicht wahr. Das sind einfach Bots. Kommen zum Milcheis mit einem Kirschblütensaft und Litschi. Okay, super. Das ist ein Litschi. Litschi. Was? Litschi. Litschi. Was bedeutet Litschi? Litschi, das ist eine Frucht. Ah. So ein bisschen klipprig, als hat so eine Schale und innen drin ist ein Kern. Also okay. Weißes Fruchtfleisch. Geil. Also damit ihr das versteht, oben ist Schaum. Einfach Schaum. Und innen drin ist einfach Vanilleeis mit, hier, mit so einer Frucht. Das schmeckt sehr interessant. Schon, gell? Ich kann das gar nicht einschätzen. Das schmeckt sehr interessant. In meinem Mund finden Explosionen statt. Eine Romo. Ist das jetzt mit Milchreis? Das sind so, wie die Dame schon gesagt hat, Früchte drin. Ich verstehe halt nicht, was die ganze Zeit mit ihrem Schaum haben, oder? Das ist immer so eine Schaumparty, die entstehen muss. Aber sehr fruchtig. Zwischendurch auch was Bissfestes dabei. Frisch und kalt. So eine geile Kombo einfach.
Meine Damen und Herren, willkommen zum letzten Gang. Nachtisch. Die Dame meinte Vanille mit Schoki und Nüsse. Nüssen. Ja? Ja. Ist mal was anderes, habe ich selber noch nie probiert. Digga, es ist halt ein Video, wo ihr halt wahrscheinlich unseren Geschmack wissen wollt, aber es ist so verdammt nochmal schwierig zu erklären. Ja. Weil man kann es nicht vergleichen mit irgendwas, weil unser Gaumen sowas nicht gewohnt ist, weißt du meine? Ich versuche das Ganze mal einfach zu erklären. Eis mit Schokolade. Rosinen. Rosinen und Nüsse. Oh, das ist wirklich, dein Gehirn muss sich anstrengen, um diese ganzen Geschmäcker zu ordnen, weißt du? Bockt, ist gut. Ich finde es sehr, 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 sehr lecker. Ja, es ist mal, das haben wir jetzt, glaube ich, bei jedem Gericht gesagt, aber es ist mal was anderes. Ja. Aber kann das sein, ist es Reis? Ja, das Reis drin. Das Reis drin, gell? Tatsächlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Auf was für Ideen kommen diese Menschen? Das muss Heiko fragen. Heiko? Der Küchenchef. Ah, gerade bei der Küchenchef hier. Er hat uns gefragt, wie es fand. Und ich meinte, es war schon sehr gut, aber kannst du nächstes Mal noch ein bisschen Kohlefazilie oder Abel noch dazu bringen? Und ja, ich lasse mir was einfallen. Ja, und dann hat er uns halt Reis gebracht mit Schokolade und Eis. Wir haben jetzt diesen Geschmack herausgefunden. Das schmeckt einfach nach diesem viereckigen Puffreis mit so Kinderkorn-Geschmack. Und in die Zartbitterschokolade. Meine Damen und Herren, und das soll es noch mit diesem ruhigen Video gewesen sein. Ich hoffe, unser ASMR hat uns nicht so krass gestört und wir konnten euch mal etwas Neues zeigen. Ich hoffe, der Titel hat sich auch wieder gespiegelt in diesem Video. Es war was Neues, es war eine Erfahrung. Deswegen zu dir, danke schon auf jeden Fall, dass ich mit dieser Erfahrung teilen durfte. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr wollt, dass wir weitere solche Videos aufnehmen sollen, dann gebt diesem wieder einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und folgt ihm sehr gerne auf Instagram. Und dann lasst uns beim nächsten Mal was Neues einfallen. Lasst auch gerne einen Kommentar da, worin ihr uns noch demnächst seht. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 12 Uhr wieder. Passt auf euch auf. Da das Video eh schon länger geht als gewohnt, schneide ich mich nochmal am Ende hier kurz rein. Heute ist Sonntag, meine Damen und Herren. Ihr habt noch bis Freitag Zeit, beim Gewinnspiel mitzumachen und was von der Kollektion zu kaufen. Ich sehe ja alle Bestellungen. Wir haben gerade die Millionen Umsatz. Ich löse erst am Freitag auf, ob wir die Millionen erreicht haben oder nicht. Der ist derzeit der Bestseller. Der läuft auch krass. Und unter allen Bestellungen wird dieses Auto hier verlost. Immer wenn ich sonntags um 12 Uhr Videos hochlade, bin ich auch 2 Stunden in den Kommentaren und lese auch alles. Falls ihr jetzt bestellen solltet, kommentiert eure Bestellnummer und ich werde alle 10 oder 15 Bestellungen einfach komplett zurückerstatten. Das bedeutet, wenn du dir 2 Hoodies gekauft hast, für 80 Euro sagen wir es mal, hast du das Glück, dass ich das komplett erstatte, du die Klamotten umsonst kriegst und du machst trotzdem beim C300 Coupé Gewinnspiel mit. Deswegen gib Gas, der Shop ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Dankeschön fürs Einschalten, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Passt auf euch auf.